Papst Franziskus hat an diesem Sonntag beim Angelusgebet auf dem Petersplatz daran erinnert, dass eine friedliche Welt möglich ist. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt ein neues liturgisches Jahr und, so Franziskus wörtlich, auch ein neuer Weg des Gottesvolkes mit Jesus Christus hin zur Vollendung des göttlichen Reiches. Im Licht Gottes könnten sich auch alle anderen Völker zum Reich der Gerechtigkeit und des Friedens auf den Weg machen, so der Papst. Dazu zitierte er aus der Tagesliturgie eine Stelle aus dem Buch Jesaja. Ich erlaube mir, noch einmal zu wiederholen, was uns der Prophet sagt. Hört gut zu. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Wann wird das passieren? Was für ein schöner Tag wird das sein, an dem die Waffen zerlegt werden, um in Arbeitsmittel verwandelt zu werden? Per essere trasformati in strumenti del lavoro.